Hi Danny, erzähl uns von dir. Profi-Rapper und Profi-Pädagoge, wie passt das zusammen? Ja, Profi-Rapper und Profi-Pädagoge, dass das irgendwann mal zusammengeht, war eigentlich gar nicht so absehbar, weil Deutsch war eines meiner schlechtesten Schulfächer tatsächlich. Und dass ich irgendwann freiwillig in Schulen gehe und unterrichte, das war nicht abzusehen. Meine Deutschlehrerin und ich haben damals nicht kapiert, dass sowohl Goethe als auch die Rapper, die ich höre, irgendwie vom Stoff her dasselbe tun, auch wenn auch mit anderen Worten. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass mir das taugt. Und dass ich jetzt heute irgendwie freiwillig stundenlang da sitze und schreibe, ist mir in der Schule nicht ein einziges Mal passiert. Und als ich dann aber festgestellt habe, wir haben mal bei einem Festival gespielt, ich mit meiner damaligen Band, und die haben gefragt, ob wir einen Workshop machen können davor. Und da hat es das erste Mal so richtig gezuckt, dass ich gemerkt habe, da sitzen jetzt irgendwie 20 Kids in dem Alter, wo ich damals keinen Bock auf Unterricht hatte, und sitzen in ihrer Freizeit freiwillig 2 Stunden da und schreiben. Und schreiben coole, interessante Geschichten aus ihrem Leben. Spätestens ab da war es eigentlich klar, das ist was, was mir Spaß macht und wo ich noch die Sache, die ich liebe, auch noch an andere Leute weitergeben kann. Sehr nice. Danke, Danny.